Catch was auf bis euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video für mich. Und in diesem Video, Freunde, zocken wir Call of Duty Black Ops 4. Im letzten Video haben wir BO3 gezockt und ich hab's einfach nur geliebt. Es klingt so gut. Und heute zocken wir den Nachfolger, denn nach Nummer 3 kommt die gute alte Nummer 4. Wann habe ich das letzte Mal Black Ops 4 gezockt? Ich mache immer die Serie, Freunde, wo ich sage, hey, ist das Spiel im Jahr 2024 spielbar? Und heute stellen wir uns die Frage, ist Call of Duty Black Ops 4 im Jahr 2024 noch spielbar? Und ich muss ehrlich sagen, Freunde, BO3 wird immer in meinem Herzen bleiben. BO4 war zwar auch ein krasses COD, aber Black Ops 3... Es ist einfach besser. Black Ops 4, schaut es euch an, Freunde. Ich weiß noch ganz genau, ich habe die Beta gezockt. Ich weiß noch genau das Video, wo ich damals gezockt habe, in so einem blauen Hintergrund, wo ich den Bluescreen nicht rausgechromakiert habe, nichts. Ich glaube, ich hatte damals einen grünen Rahmen. Fun Fact, Freunde, mein allerersten Stream, den ich jemals gemacht habe, war auf YouTube, alright? Und das erste Spiel, was ich gezockt habe, oder ich weiß nicht, ob es das erste Spiel war, aber das erste COD on-Stream in meinem allerersten Stream war Black Ops 4. Oh mein, in Black Ops 4 gab es ja doch Blackout. Gott, oh mein Gott, das ist krass, Freunde, ich krieg grad Flashbacks. Ich rede immer von meinen Videos immer ganz viel, Freunde, aber eins muss ich auch noch sagen. Black Ops 4, Blackout, war das erste Battle Royale in COD, alright? Und ich habe in der verfickten Beta, oder ich glaube in meiner ersten Runde, ich weiß nicht, ob es Beta war oder das Spiel war schon draußen, habe ich in meiner allerersten Runde einen Win geholt. Ich muss euch einfach einbetten, wie es damals aussah. Es war einfach nur... Let's go, 11 Kills, Mann. Let's go. Alright, Freunde, Planänderung. Ich habe gerade so krass diesen Clip im Kopf, wo ich unbedingt Blackout zocken möchte. Wir werden jetzt Blackout zocken. Alright? Ist Black Ops 4 Blackout im Jahr 2024 noch spielbar? Das werden wir austesten. Wir drücken auf Spiel starten. Let's go. Oh mein Gott. Und schaut euch das Emblem oben an. Catch my ass 0,1K. Ja, Freunde. Ein paar Jährchen später, wir haben die 6000. Kuss geht raus. Das war der allererste Battle Pass, von dem, den es jemals gab. Das war in der Fortnite-Hype-Phase, wo Fortnite rauskam. Das ist krank. Okay, ich bin mal gespannt. Vielleicht müssen wir Black Ops 4 Multiplayer zocken, weil ich glaube, Blackout ist wirklich tot. Suche wird ausgewertet. Ich glaube, wir werden keine Runde finden. Wenn wir jetzt noch im Jahr 2024 eine Runde finden, ich fress einen Besen. Warte mal, was gab es damals so für Skins? Freunde, damals, es ist so krass, wie die Zeit sich verändert hat. Damals gab es keine Skins, alright, sondern einfach nur, Achtung, Charaktere. Es gab einfach nur Charaktere. Klassischer Price. Ey, es ist krass. Oh, Digga, wer ist näher? Wie geil. So, dann habe ich diesen Skin, wie cool. Und mehr Spieler. Schaut euch einfach an. Damals gab es keine Skins, damals gab es nur Charaktere. Mehr Spielercharaktere, Zombie-Charaktere oder Blackout-Charaktere, das ist krass. Ich will in die gute alte Zeit zurück, Freunde. In die gute alte Zeit. Ihr seht oben links, wir suchen und wir suchen, wir finden keine Lobby. Ich glaube wirklich, Blackout ist komplett tot. Gott, es gab... Oh, stimmt, es gab so Tänze und sowas. Das ist krass, Freunde. Damals wollte ein bisschen... Damals wollte Black Ops 4 so ein bisschen so sein wie Fortnite. Das war in der Hype-Phase von Fortnite. Oh mein Gott. Was ist das? Neu? Ja, die weiße Flagge, Freunde, muss BO4 heben. BO4 ist tot. Dieses Spiel, Freunde, ist ab 18. Black Ops 4 Blackout war ab 18 und man konnte sowas machen. Wir gehen mal in Mehrspieler rein, right? Vielleicht ist der Mehrspieler auch tot. Vielleicht muss ich dieses Video überhaupt nicht hochladen, denn das Spiel existiert nicht mehr. Wir gehen auf Spiel suchen. Ich bin mal gespannt. Warte mal. Ist Black Ops 4 krasser tot als Black Ops 3? Spielen mehr Leute im Jahr 2024 mehr Black Ops 3 als Black Ops 4? Oh, ich habe nie was gesagt. Wir haben eine Lobby gefunden. Welche Map? Oh, Gridlock, Team Deathmatch. Alright, Freunde. Die VMP. Volle Lobby, Black Ops 4 im Jahr 2024. Und mein erster Tod und kein Kill. Okay, warte mal, was konnte der Ruin? Der Ruin konnte sich irgendwie so einterhacken. Oh mein Gott. Und dann von oben kommt. Das ist krass. Okay, ich muss sagen, Black Ops 4 ist so vom Design her und so vom Skill her viel cooler. Aber ich würde sonst Black Ops 3 noch krasser gewesen. Black Ops 3 war einfach noch besser, Freunde. Es war einfach besser. Richtig? Krass. Aber stimmt, man muss sich ja hier selbst heilen. Stimmt. Ich hab's voll vergessen. Digga, die Gegner schwitzen auch komplett rein. What the fuck? Digga, chillt mal ein bisschen. Hier hoch. Oh, easy. Oh. Ich veräpp komplett. Was schade ist halt, dass die Leute, die auf PC gespielt haben damals oder früher, bei denen ist das Spiel tot. Checkt ihr? Ihr habt 70, 80 Euro für die PC-Version ausgegeben und es gab damals kein Crossplay. Das heißt, das Spiel ist aber tot. Oh, hier sind zwei Stück drin. Digga, mein Aim. Weil ich aber im Hintergrund die PS4 hört, Freunde, aber die ist komplett laut.
Alright, das spawnen alle, Achtung, Achtung! Enterhack, Enterhacken! Was Spaß? Oh. Wo sind die, wo sind die? Okay, ruhig spiel, ruhig spiel! Easy! Double Kill, wichtig! Triple, Triple, Triple! Wo ist der Triple, wo ist der Triple? Da rechts, 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 rechts! Was ist das für eine Waffe? Oh mein Gott, der fucking Crossbow. Enterhack, Enterhacken! Jump von oben! Ich kann nur mit Controller umgehen, Freunde. Ich hab's verlernt. Ja, es ist einfach nur Liebe. Also ihr seht, Freunde, ich kann Black Ops 4 zocken. Das Problem bei solchen CODs ist, man kann's zocken, alright? Das Spiel lebt. Aber sobald ihr das Spiel mehr als 2 Stunden spielt oder 3 Stunden, ihr bekommt immer die gleichen Gegner und ihr braucht halt, es dauert schon lange, bis man ein Lobby findet. Das ist das einzige Problem, aber falls ihr Black Ops 4 irgendwie bekommt, für so 2 Euro oder 5 Euro, kauft's euch. Digga, warum laufe ich da rein? Oh mein Gott. Oh. Ich frage mich auch gerade, wie hat man damals in Black Ops 4 die VMP bekommen? Musste man die irgendwie freispielen oder sowas? Oder kam es einfach kostenlos rein? Weil ich sag mal so, ich habe die VMP auf Gold, Freunde. Wichtig und richtig. Hier ist ein Alfred, Achtung. Und dann irgendwo hier ist ein Hund. Oh. Digga, ich bin so kacke. Oh, Freunde, wir haben den Slam. Da gab es immer eine kleine Taktik. Man muss immer den Enterhaken benutzen. Achtung, den hier und dann von oben kommen. Ich merke so langsam, warum Black Ops 4 damals ein bisschen gehatet worden ist. Ist, war? Es war jetzt nicht wirklich ein... 10 FPS! 10 FPS! Oh mein Gott, okay. Also die Gegner sind krass, campen auch ein bisschen rum. Ich finde es halt lustig, Freunde. Damals hat man über Black Ops 4 irgendwie schlecht geredet oder viele haben es irgendwie gehasst oder so. Und heutzutage schaut man rückblickend wieder zurück und es ist einfach nur geil. Man liebt es einfach. Man liebt es einfach. Es ist krass, auch wie man die Kills macht. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie kriegt es Treyarch hin, dass der Kill-Sound oder dieses Kill-Feedback, wenn man jemanden holt, dass es Spaß macht. Es ist einfach nur satisfying. In MW3 macht es auch ein bisschen Spaß, aber es ist nicht so geil. Treyarch kriegt es einfach hin. Treyarch weiß, wie man CODs macht. Und mit dem letzten Kill, Freunde, von Catch My Ass und diesen 10 FPS gerade, beenden wir 100 zu 75. Das ist halt krass, Freunde. Das ist halt krass. Vor Jahren hat die Killcam funktioniert. Wenn ich jetzt in Vanguard reingehe, Call for the Vanguard, die Killcam funktioniert immer noch nicht. Die Killcam in Vanguard ist immer noch verbuggt. Und in Black Ops 4 läuft alles butterweich. Oh. Oh, wir haben einen Koffer bekommen. Wir können Pack-Opening machen. Alright, Freunde. Pack-Opening in Call of Duty Black Ops 4 im Jahr 2024. Let's fucking go. Komm, man, selber der Koffer und was kommt raus? Waffentalisman, Bros Mortem, Waffentalisman, der mit der Waffe SG-12 ausgerüstet werden kann, ist eine Schrotflinte. Guck mal, das Spiel ist eh tot. Anstatt dass sie irgendwie richtig geile Sachen reinpacken und man bekommt übertrieben geile Waffen oder sowas, nee, ich bekomme einen Bier-Talisman für eine Shotgun, die niemand spielt. Auf jeden Fall, Leute, ich muss sagen, das Video lasst geliked, aber schreibt mir gerne rein in die Kommentare. Zockt ihr noch Black Ops 4? Findet ihr, das Spiel ist tot oder nicht? Wie gesagt, ich finde das Spiel immer noch cool. Es ist sehr wahrscheinlich, es ist nicht tot, aber man kann sie sich auf Dauer zocken, ne? Da werdet ihr keinen Spaß haben. Leider, richtig schade ist, dass Blackout tot ist. Ich habe wirklich 5 Minuten saß ich hier. Ich habe gewartet. Blackout ist im Jahr 2024 tot, aber der Multiplayer lebt noch. Deswegen zockt noch Black Ops 4, solange es noch da ist. Ich würde mal sagen, es ist ein Like, ein Abo da. Wir sehen uns mal. Macht's gut. Ciao. I'm all in. Brody on the line, I'm tapping in. Got out here pulling the strings for me. A girl on the line, she feeling me. Preoccupied by the motivation. Put in the time, pay the entry fee. Bro on the ride, yeah, he kinda nice. Inside of my mind, no one's real as me.